Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt. In meinem heutigen Videotutorial zeige ich euch, wie ihr so eine süße und doch schnelle Deko fürs Weihnachtsfest bastelt. Für den großen der beiden Bäume, ich halte die nochmal kurz nebeneinander, benötigen wir ein Stück Designpapier mit den Maßen 9 x 21 cm. Und das wird jetzt gefalzt. Ich nehme dafür jetzt einmal hier mein Simply Squad Falzbrett. Damit geht das besonders einfach, nämlich jeden Zentimeter, sprich 1, 2, 3, 4 und so weiter. Bevor die Falzlinien jetzt nachgeknickt werden, wird das Ganze noch zurechtgeschnitten. Auf der einen Seite das Papier jetzt dieses Muster, da ist an sich egal, wo oben und unten ist. Auf der anderen Seite allerdings nicht. Deshalb achte ich jetzt auch darauf, selbst wenn ich die andere Seite vorne haben wollen würde, wo die Mitte ist, wo oben ist, und zeichne dann die Mitte auf der oberen Seite ein. Das sind 4,5 cm, weil wir hier ja bei 9 cm sind. Und dann nehme ich mir meinen Papierschneider und lege das Ganze jetzt so an, dass meine Markierung der Mitte hier oben in der Falzrille ist und hier unten, ich schiebe das mal gerade ein bisschen näher, genau die Kante vom Papier. Also, upala, da unten haben wir einmal genau die Kante drin. Und hier oben, ich hoffe, man kann die sehen, die Markierung. So. Wenn ich jetzt mit dem Papierschneider hier unten anfangen würde, würde das Papier unter Umständen ein bisschen einreißen. Deshalb fange ich oben auf der Seite an und schneide das Ganze einmal runter. Jetzt lege ich das wieder so an, dass ich hier die Spitze drin habe und hier oben jetzt die andere Spitze. Und jetzt fange ich einfach mitten auf dem Papier an zu schneiden in beide Richtungen, damit die Spitzen nicht geknickt werden. Ja, und dann falte ich das Ganze ziehharmonikaartig zusammen. Die Falzlinien sind einfach so zusammengelegt. Einmal gut nach. Jetzt nehme ich die kleine schmale Spitze hier weg. Und durch den ganzen Rest muss ich jetzt mittig ein Loch stanzen. Da bietet sich wirklich die Crocodile an, da die auch durch so viele Lagen richtig gut durchgeht. Ich habe mir die jetzt hier auch eingestellt, also das ist ja 1 cm breit. Auf einen halben Zentimeter, also das kann man hier verschieben. Stellen wir die jetzt auf den halben Zentimeter ein, schiebe das Papier da rein, achte darauf, dass hier diese letzte Lage mittig unter der Lochstanzung liegt und stanze da einmal durch. Und das Ganze fädel ich dann jetzt hier auf so einen Schaschlikspieß auf. Da würde ich ruhig die etwas, ich sage jetzt mal, hochwertigeren kaufen. Weil die haben eine richtig schön saubere, glatte Fläche und nicht wie manche, die dann schon so ein bisschen splittern. Das sähe dann nicht ganz so schön aus. Kleiner Tipp noch, die Crocodile hat ein großes und ein kleines Loch. Das kleine von beiden verwenden. Das passt jetzt bei meinem Holzspieß hier ganz genau. So, dann schiebe ich mir das Ganze so zurecht, wie ich das gerne haben möchte. Dann habe ich hier diese Holzscheiben genommen.
Den Link, wo ihr die kaufen könnt, packe ich auf meine Homepage. Und der Link dazu ist wiederum in der Infobox hier zu dem Video. Ich nehme jetzt einfach hier so ein recht dickes Brett zum Drunterlegen und meinen Akkuschrauber. Und jetzt schraube ich hier einmal mittig ein Loch rein. So. Hier kann ich den jetzt reinstecken. Mir wäre jetzt der Pin ein bisschen zu hoch, deshalb kürze ich den vorab schon einmal. So, der Bohrer, ich meine, das sind 3 mm. So, dann schiebe ich das hier durch. Also das hält dann auch schon richtig fest. Da brauche ich nichts kleben oder sonst was. Und da das unten jetzt nicht ganz so hübsch aussieht, schleife ich das einmal glatt. Zum einen sieht das dann jetzt ein bisschen netter aus, aber dass er eh drauf steht, wäre das noch wurscht, aber es kippelt halt auch nicht, als wenn das hier eine unebene Fläche wäre. So, jetzt habe ich hier alles ein bisschen voller Holzstaub. Aber voilà, fertig ist mein Bäumchen. Ich kann das hier noch ein bisschen zurechtschieben. An den letzten, den ich nicht gelocht habe, habe ich halt so auf der Vorderseite, dass man dahinter auch den Pin nicht so sieht. Verdeckt das dann ganz schön. Hier kann man vielleicht auch noch aus Goldfolienpapier oder Glitzerpapier noch einen hübschen Stern ausstanzen und mit da dran kleben. Ja, und so hat man ruckzuck eine richtig schöne Tischdeko oder ähnliches, was weiß ich, für Sideboard oder so fürs Weihnachtsfest. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!